Und nochmal zugespitzt gefragt, dieser Shutdown, das ganze öffentliche Leben sozusagen wirklich lahmzulegen, ging Ihnen das zu schnell? Ist das etwas, von dem Sie sagen, da müssen wir noch mal drüber sprechen, ob das so richtig war? Ja, ich meine, im Nachhinein kann man ja immer irgendwie sagen, man weiß es besser. Aber als dieser Moment gewesen ist, dass wir in sehr kurzer Zeit eine Maßnahme nach dem anderen ergriffen haben. Ich weiß nicht mehr, wie es losging, aber es waren ja erst größere Veranstaltungen wurden abgesagt, dann wurde abgesagt, Schulen geschlossen, mhm, und dann kam eben die Ausgangsbeschränkung. Und zur Ausgangsbeschränkung habe ich im Vorfeld schon gesagt, wir sollten erstmal abwarten und schauen, was passiert. Das Virus gehorcht keinem Politiker, es gehorcht keinem Menschen, wie jetzt aufzuhören, Menschen zu infizieren. Und vor allem, weil wir ja, was wir heute beschließen, erst in 2 Wochen das Ergebnis sehen. Mhm. Jetzt fangen wir so langsam an, die Ergebnisse vielleicht, wir wissen es nicht, die Ergebnisse zu sehen von den ersten Maßnahmen. Aber man muss dem Virus Zeit lassen, dass wir auch die Ergebnisse langfristig sehen und einordnen können, was funktioniert und was nicht. Genauso falsch würde ich es jetzt finden, alles sofort zurückzudrehen und sagen, es hat alles funktioniert. Jetzt sind wir in dieser Situation. Jetzt müssen wir auch schauen, wie wir das Virus oder die Infektionsraten steuern können. Was heißt das denn übersetzt? Sie hätten es erstmal sozusagen laufen lassen oder was hätten Sie gemacht? Denn auf der anderen Seite sehen wir ja auch, und in dem Zusammenhang müssen wir auch gleich nochmal über diesen schwedischen Weg sprechen, der ein sehr interessanter Weg ist, die Länder in Südostasien, die sehr, sehr schnell, versucht haben zu verstehen, wo sind die Infektionen, wo gehen die Leute hin, wo sind die unterwegs, inklusive Temperaturmessung, inklusive Mundschutz und so weiter und so weiter, die haben das eigentlich relativ schnell in den Griff gekriegt. Hätten wir das auch so machen sollen oder was hätten Sie vorgeschlagen? Also ich glaube, ein wirklich guter Weg, was Südkorea gemacht hatte, war zu testen, ganz viel zu testen. Und wenn Leute, wenn sie ein Cluster gefunden haben, Leute positiv getestet wurden, dann dort direkt einzudämmen. Da wurde aber kein ganzes Land in eine nicht in dem Land die Ausgangssperre verhängt, sondern es wurden die Kontakte nachvollzogen und dann dort getestet und eingedämmt. Das war in meinen Augen eine sehr gute Strategie und auch eine Strategie, die für ein Land wie Deutschland gangbar ist, weil wir die Möglichkeiten haben. Weil wir die Möglichkeit haben, so viel zu testen, meinen Sie? Genau. Ja,